no problem for me, but it's a problem for you. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Aufnahme von den Survival Games. Ja, wir sind hier gerade auf Hive und werden eine Runde Survival Games spielen. Aus dem folgenden Grund: Ich wollte heute ein Eco-Battle machen mit ein paar anderen Leuten, aber da das jetzt nicht geklappt hat, musste ich mir kurzfristig etwas anderes überlegen. Und ja, da mir nichts Besseres eingefallen ist und ich One the Chamber nicht aufnehmen kann und ich auch sonst momentan nicht weiß oder wissen könnte, was ich aufnehmen soll, habe ich jetzt einfach beschlossen, nehmen wir eine Runde Hunger Games auf. Ich denke, das ist immer recht interessant, vor allem wenn man halt jemand gewinnen sieht oder so, vor allem wenn es halt alleine ist. Okay, dann möchte ich auch nicht weiter reden, sondern das hier ist leer. Okay, ich habe das genommen, was ich wollte, und ab nach unten. Oh, da unten wird es auch schon geschlagen hinter uns und wir sollten einfach nur schnell weiter rennen. Rosen haben wir schon an, ja, haben wir. Und gehen da lang. Ich gehe nicht in die Kiste, wo da war, weil ich diese, weil da eine Falle ist und dann könnte ich da reinfallen. So. Puh, ich bin momentan ziemlich unkonzentriert, wie ich merke, und da hinten ist ja eine Angel, glaube ich. Irgendwie habe ich da gerade eine Angel bemerkt. Lol, habt ihr es nicht auch gesehen? Dort eine Angel. Merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Das merke ich mir. Okay. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal als allererstes hier oben rein. Ich wollte noch etwas ansprechen, und zwar, Sascha wird wahrscheinlich an dem Tag, wo er dieses Video sieht, vielleicht schon Internet haben. Vielleicht. Weil er hat die Box bereits schon gestern erhalten, oder wenn ihr das Video erzählt, schon vorgestern. Und ja, das einzige Problem daran ist, dass er sie erst benutzen darf, wenn die Leute von der Telekom oder was auch immer, von wo auch immer, angerufen haben. Erst dann darf er sie auf jeden Fall benutzen, und das kann noch etwas dauern. Und bis es halt soweit ist, ja, nehme ich jetzt Key noch alleine auf. Ist ja hoffentlich nur noch ein Tag, oh bitte noch ein Tag. Weil mir sagt das einfach so geil, finde ich. Also, wenn ihr wisst, was ich meine und so, okay. Weil Sascha ist einfach der lustige Part in unseren Let's Plays. Also, das war schon immer, und ja, von daher haben wir wahrscheinlich auch die letzte Zeit, also im Allgemeinen gesehen, recht lange wahrscheinlich kaum Abonnenten gemacht, was ich auch sehr schade finde. Aber naja, Sascha konnte ja auch nichts dafür, dass er auf einmal kein Internet mehr hatte und so. Da ist wohl eher seine Mutter schuld, würde ich mal sagen, also teilweise. Weil, naja, na, es ist schwierig zu erklären, das kann man vielleicht irgendwann mal selber erklären. Hat auf jeden Fall was mit der Freundin seiner Mutter zu tun. So, wir haben einen Bogen, ich mache das, ja, ganz klar. Erklärt ich gerne noch in der Leiste, dass ich was zu futtern habe. So, wir gehen weiter. Wenn ihr euch fragt, warum wir hier keinen Minecraft-Sound hören, ja, dasselbe frage ich mich auch gerade. Weil ich höre einfach hier nichts. Ich finde es auch etwas schade, dass Minecraft bei mir einfach so rumspackt. Wenn ihr den Fehler auch habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, ob viele andere, oder ob mehrere andere Leute den Fehler auch haben. Persönlich habe ich auch schon zwei andere Leute gefragt. Die haben auch jeweils keinen Ton. Also, ich habe insgesamt vier Leute gefragt, aber zwei davon hatten halt keinen Ton. Und ich finde es halt einfach sehr merkwürdig, dass da einfach mal der Ton nicht geht und so. Bei einem Spiel. Okay, wir sollten auf der... Oh, lol, war da viel Essen drin. Wir sollten auf der Hut sein. Und ja, ich überlege gerade, ob ich über irgendwas erzählen könnte, aber dann bin ich immer abgelenkt und das Risiko, dass ich sterbe, ist dann extrem hoch. Deswegen rede ich in den Videos auch nicht so viel, dass ich mich ja etwas konzentrieren kann, was dann auch natürlich wieder scheiße ist, aber ja, ist halt einfach egal, wie man macht scheiße. So, das rein, das wollte ich, das möchte ich nicht. Warum habe ich mir jetzt den Steinachs genommen? Boah, ich bin behindert. Ein Steinachs ist noch schlechter als ein Holzschwert, weil da, mit dem Holzschwert kann man wenigstens den hier machen. Block schlagen. Okay, hier oben haben wir, glaube ich, eine ganz gute Aussicht.
noch ein Steinschwert und eine Erfahrungsflasche. Weil wir haben einen Eisbach. Hatten wir den schon am Anfang? Ich glaube schon. Deswegen ist mir wahrscheinlich nicht aufgefallen. Was könnten wir noch erkennen? Das möchte ich alles nicht. So, und die Steinaxt vielleicht. Und die Holzaxt vor allem auch. Holzsteine benutze ich, werde ich extra nicht wegwerfen, weil ich die vielleicht später irgendwann noch benutzen kann, um Fleisch anzubraten, falls mit dem Essen knapp wird. So. Man muss nämlich immer vorausdenken, vor allem wenn man alleine spielt. Es gibt ungefähr ein paar Varianten, wie man also Handgame spielen kann. Entweder ungeplant als Team und hofft dann einfach, dass man gut genug ist, um zu gewinnen. Die zweite Variante wäre halt, dass man geplant vorgeht als Team. Das ist so gut wie unschlagbar, weil dann eigentlich jeder immer fast eine komplette Eisenrüstung oder zumindest Kettenrüstung bekommt. Oder man spielt halt einfach alleine, so wie ich es mache. Man kann dann auch geplant spielen, also dass man immer seine gewissen Routen abläuft. Ich habe in ganz vielen Spielen habe ich ganz viele verschiedene Routen ausprobiert und habe so immer meine beste gefunden irgendwann. Deswegen jedes Mal, wenn eine neue Map rauskommt, ist es immer interessant, weil man weiß halt nicht, wie es darauf ist und was da überhaupt los ist und so. Und ja, erst letztens sind jetzt zwei recht neue Maps rausgekommen, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber die kenne ich jetzt auch schon so gut wie auswendig, also es war halt auch wieder eine Standardroute und so. Und anders hat man auch leider keine Chance zu gewinnen, deswegen sehe ich eigentlich immer nur dasselbe von der Map. Und ich finde es auch schade, dass diese Map auch schon in der letzten Aufnahme dran war und dass wir immer noch nicht auf den Gegner gestoßen sind. Auf der Map stoße ich irgendwie fast nie auf Gegner. Sehr, sehr merkwürdig. Wenigstens habe ich jetzt ein bisschen mehr zu erzählen, das ist doch schon mal positiv. Haben wir Pfeile? Nein, haben wir nicht. Schade. Schade. Normalerweise habe ich immer so 10 Pfeile oder so. Na gut, 10 ist nicht, aber 8, weil man bekommt ja jedes Mal. Also in jeder Truhe ist, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn Pfeile sich in einer Truhe befinden, sind es immer 4. Genau. Meistens habe ich halt 2 Truhen. Oh, da war ein Typ, glaube ich. Yep, da ist einer. Aber das ist deutlich schlechter ausgerüstet als ich. Nein, ich möchte kein Team. Ich möchte kein Team. Ja, du musst wegrennen, glaube ich auch. Der, wo von uns jetzt ins Wasser geht, hat schon so gut wie verloren. Ja, super, hat eine Angel. Der Pip, hurra, hat eine Angel. Und wir treffen uns noch nicht einmal. Aber wir ihn, lol. Und jetzt ziehen wir ihn her. Oh, schade, geht ja nur bei Tieren. Komm, wir angeln. Cool. Wenn jetzt hinter uns kein Gegner kommt, dann... Oh, spack die Angel so rum. Was ist da los? So, jetzt angeln wir einfach ein bisschen, weil der, wo als erstes ins Wasser geht, hat so gut wie verloren. Aber wenn ich schnell genug bin, dann habe ich noch eine Chance. Ja, war schnell genug. So, von unten, immer schön von unten angreifen und wir haben ihn. Leute, da hat er sogar Erfahrungsfläschchen. Komm. Weg damit. 2 Erfahrungsfläschchen direkt rein. Und Level 1. Hey, cool, Leute. Cool. Sollte ein cool und so, ja. Okay. Ich muss gucken, dass ich deutlich rede. Nicht, dass man wieder die Hälfte nicht versteht. So, da hinten ist sogar noch ein Schwein. Aber ich glaube, ich muss sogar zurücklaufen, dass ich an den Enchantment-Tail bekomme. Lol, hier geht's runter. Wäre ich fast runtergefallen. Vor allem, wenn ich dann auf eine Seehose gefallen wäre. Wäre das nicht so gut. Nur noch 5 Leute leben. Alter. Okay, da müssen wir jetzt beeilen. Wenn wir noch ein verzaubertes Schwert wollen. Schade, dass wir nicht auf mehr Gegner gestoßen sind. Aber naja, wenigstens leben wir jetzt noch. Ist auch schon mal sehr positiv. Ganz am Ende kann ich euch vielleicht auch gerade nochmal meine Werte zeigen. Also wenn die Runde vorbei ist, wenn ich daran denke. Weil ich glaube, ich habe jetzt so knapp 5000 Punkte. Und... Ja, das ist schon ziemlich nice. Wenn man bedenkt, dass wenn man einmal stirbt, gleich 120 oder 130 Punkte in meinem Fall jetzt sogar schon abgezogen kriegt, das ist richtig scheiße gemacht, einfach das Punktesystem. Weil man bekommt immer 8% von dem, was man hat, abgezogen, glaube ich mal. Und das ist dann, ja, nicht gerade wenig. Ah, jetzt bin ich ja oben drauf, glaube ich. Ich glaube, hier unten drunter müsste es sein. Hä?
Lol. Nee, doch, hier ist es doch, oder? Ist hier nicht? Doch, hier ist es. Okay. Kommt einer. Nein, kommt keiner. Und Schwert rein. Und hier, Schärfe 1. Und jetzt haben wir ein Schärfe 1 Schwert. Hey, Leute. Und das ist wahrscheinlich sogar kurz vorm Finale. Außer wir finden noch einen. Das fände ich natürlich auch noch nice. So. Hatte der Typ eben einen besseren Helm? Ich glaube nicht. Oder hat er da einen besseren? Ach, Mist. Habe ich jetzt vergessen. Okay. Irgendwie habe ich jetzt auch schon wieder den Faden verloren wegen Schwert verzaubern und aufpassen, dass mich kein Gegner von hinten angreift oder so. Von hinten. Okay. So. Von hinten kommt diesmal keiner. Und von vorne auch nicht. So. Ich laufe jetzt einfach den Weg zurück, weil ich denke, dass da hinten vielleicht noch ein Gegner sein könnte oder ich wenigstens da irgendwie wieder nach oben finde. Meistens treffe ich hier mehr Gegner, aber naja. Diese Map kommt, finde ich, auch recht selten dran. Es gibt nur 2 bis 3 andere Maps, die noch seltener dran kommen. Einmal die Map mit den extrem vielen Häusern, die kommt auch mal ganz selten dran, wie ich bemerkt habe. Und noch einmal die... Oh, welche Map ist das? Die eine von Tevaran, glaube ich. Tevaran Maps sind hier, glaube ich, nicht so beliebt. Auf dem Bereich des Server. Hust, hust. So. Essen wir beide Äpfel einfach mal. Ja, wir könnten uns daraus jetzt eh keinen Goldapfel machen, weil man ja seit der 1.6 tollerweise Wachen wieder braucht, um sich einen Goldapfel zu kaufen, anstatt Goldnuggets, was ja ziemlich scheiße ist. Weil man in Hunger Games sich jetzt leider keine mehr machen kann. Also keinen Goldapfel mehr machen kann. So, laufen wir hier hinten lang. Okay, jetzt sollten wir uns eher, also eh, aus dem Kampf fernhalten, weil vor dem Deathmatch noch Schaden zu kassieren wäre ziemlich blöd. Wir haben immer noch keine Pfeile, Alter. Unser Bogen ist so unnötig. Wenigstens haben wir ein gutes Schwert. Oh, mich nervt aber. In den Runden, wo ich nicht aufnehme, da töte ich wirklich 8 oder 9 Leute. Also, und dann sterbe ich im Finale. Bei den Runden, wo ich aufnehme, da sterbe ich zwar wenigstens meistens überhaupt nicht, aber ich möchte auch Gegner und so. Oh, okay. Gehen wir einfach mal weiter. So, 20 Sekunden noch bis zum Deathmatch. Oh Gott. Ach. So, gleich Schwert anwählen und hoffe, dass kein Dreierteam oder dass kein Team gibt. Und los geht's. Da haben wir nämlich noch eine sehr realistische Chance. Oh Gott, es buggt, Leute. Leute, es buggt. Ich bin tot. Ich durfte nichts machen. Ich darf einfach nicht rennen. Warum darf ich nicht rennen? Kann man das mal jemand erzählen? Was soll die Scheiße? Guck mal, ich habe jetzt knapp 130 Punkte gewonnen. Das ist doch voll Scheiße. Das ist Scheiße. Okay, Leute. Machen wir jetzt das Shop. Ja, wir haben weiter verloren. Wie ihr ja gerade eben toll gesehen habt. Hier sind meine Werte, 32 Siege, ja, halt ein paar Spiele und so weiter und so fort. Ja, sehr schade, dass wir gestorben sind, vor allem auf so eine unfaire Art und Weise. Und es passiert nicht gerade selten, dass man durch so einen Scheiß-Bug nur bei Minecraft einfach gar nichts drauf hat. So stirbt. Und das kotzt mich leider einfach jedes Mal an. Minecraft funktioniert kein Sound, Minecraft spackt so rum, es laggt, man kann es kaum aufnehmen momentan und dann auch noch das. Es ist einfach scheiße. Also seit der 1.6 funktioniert einfach gar nichts mehr, habe ich das Gefühl. Also ihr könnt ja auch mal schreiben, findet ihr die 1.6 jetzt besser als vorher oder schlechter? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video, falls wir dann wieder gewinnen oder falls dann auch mal wieder Sascha dabei ist und so weiter und so fort. Deswegen sage ich einfach jetzt mal ciao, ich rede schon wieder viel zu lang und bye bye.